So, Hallöchen Freunde und willkommen bei einem kleinen kurzen Video. In diesem Video werde ich eigentlich nur auf den Skript-Editor eingehen und zwar auf Seite 1, die Settings. Dort werde ich euch ein bisschen zu den Funktionen erzählen, die ihr hier am Spiel ein bisschen verändern könnt. Ein paar Funktionen sind richtig cool dabei, ein paar kann man eigentlich auch weglassen, allerdings werde ich versuchen, jede zu erklären. Und wenn ich eine nicht erkläre, werde ich auch dazu sagen, warum. Und zum Beispiel, wenn es eine größere Funktion ist, werde ich ein extra Video dazu machen oder irgendwas. Auf jeden Fall fangen wir erstmal oben an. Maximum Level, das Wichtigste. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein riesen Pokémon-Spiel zu machen und Level 100 ein bisschen arg klein findet, könnt ihr da gerne eine 200 draus machen, ohne einen schlechten Gedanken. Das heißt einfach nur, dass die Pokémon ab Level 100 trotzdem noch EP kriegen und auch im Angriff, Verteidigung, KP und so weiter auf Level 101 trotzdem steigen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr ein eigenes Pokémon erstellt, zum Beispiel das Pokémon auf Level 105 eine neue Attacke erlernen lassen. Die Funktion finde ich richtig cool. Kommen wir zu Aegnitate Level. Das ist eigentlich nur das Level, welches das Pokémon ist, wenn es aus dem Ei schlüpft. Als Beispiel Level 1, wenn wir jetzt ein Ditto und ein Pikachu in die Pension geben und ein Ei rauskommt und aus dem Ei ein Pokémon schlüpft, ein Pikachu, ein Pichu besser gesagt, dann ist das Pichu Level 1. Wenn wir Level 10 machen, ist das Pichu Level 10. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Jetzt wäre es Level 50. Ab der vierten Generation ist das, glaube ich, so, dass das Pokémon Level 1 war. Früher war es Level 5. Ich würde es auch nicht höher machen, denn sonst ist ja die Herausforderung gar nicht mehr so groß. Kommen wir zu Shiny Pokémon Change. Das ist ein bisschen, ja, kompliziert kann man es nicht sagen. Hier oben sehen wir schon eine Zahl. Das ist diese Zahl, die man durch den Faktor teilt. Als Beispiel. Shiny Pokémon Change 8. Das heißt, dass man 8... Warte, ich mach mal einen Rechner auf. Zack. Also, wir teilen 65, 6, 5, 5, 3, 6 geteilt durch 8. In diesem Fall haben wir 8 angegeben. Das heißt, durch 8 gleich. Dann sehen wir 8192. Was hat diese Zahl 8192 zu bedeuten? Ganz einfach. Jedes 8192. Pokémon ist ungefähr ein Shiny. Diese Chance, man hat eine 8192%ige Chance auf ein Shiny-Pokémon. Wenn man jetzt als Beispiel 6, 5, 5, 3 eingeben, dann wäre jedes 10. Pokémon Shiny. Das heißt, je höher die Zahl ist, desto höher ist die Chance, ein Shiny zu kriegen. Wenn wir dann nur 1 eingeben, wäre jedes 65.000%ige Chance, ein Shiny zu kriegen. Das heißt, 8 bis 20 oder sowas wäre eine ganz normale Shiny-Chance. Pokéwash-Chance. Ja, Pokéwash ist ja so eine Krankheit. Die muss auch ein bisschen geringer sein, finde ich. 3 ist da schon ein bisschen gut eigentlich. 3, wenn man 65.500 durch 3 teilt, kommt ungefähr irgendwas mit 20.000 raus, 21.600 oder sowas. Pokéwash, für alle, die es nicht kennen, könnt ihr gerne mal nachgoogeln. Erklären will ich das jetzt nicht so. Kommen wir zur nächsten Funktion. Die Funktionen sind immer so schwarz markiert und die Erklärung dazu immer grün. Eigentlich sind das Erklärungen, aber vielleicht sind ja ein paar Sachen noch nicht so gut erklärt, dass ich sie vielleicht noch besser erklären sollte. Kommen wir zu den nächsten vieren. Default Screen White, Default Screen Heat, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Default Screen Zoom und Map View Mode. Das hier ist erstmal der Bildschirm, wie groß der ist. Man kann da jetzt 800 mal 600 einstellen und so weiter, allerdings sollte man es wirklich so lassen, denn sonst habt ihr vielleicht ein paar Probleme mit dem... Also erstmal bevor ihr es ändert, solltet ihr auf jeden Fall eine Kopie von machen, damit ihr wisst, was hier stand. Und dann kriegt ihr vielleicht Probleme, dass das Spiel ein bisschen hakt und so weiter, wenn es ändert. Dafür wäre eigentlich Default Screen Zoom gut, wenn man da beispielsweise, also 1,0 heißt kein Zoom. Wenn ihr beispielsweise 0,5 eingibt, ist der Bildschirm halb so groß. Das heißt, ihr müsstet eigentlich auch, wenn ihr hier 0,5 eingibt, müsstet ihr auch die Weite und die Höhe um die Hälfte verkleinern. Das heißt, hier oben 256 und unten ja, 100 irgendwas. Ihr wisst, was ich meine, die Hälfte. Map View Mode. Das ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, das ist, wie man auf das Bild, auf das Pokémon-Spiel runterguckt, quasi wieder View-Mode vom Pokémon-Spiel ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Hier oben könnt ihr sehen, da könnt ihr 0, 1, 2 eingeben. 0 ist das Original, 1 ist Custom, das heißt deine Einstellung. 0 und 1 ist eigentlich das gleiche. Und 2 ist halt die Perspektive, da gibt es so eine 7-Blick-Perspektive oder sowas, aber im Endeffekt kommt es auf das Gleiche raus. Von daher würde ich hier gar nichts ändern in diesen Vieren. Ich wollte es nur mal erklären, falls ihr irgendwas doch vorhabt.
Und wenn, dann holt euch am besten professionellen Ratschlag. So, kommen wir zu etwas Wichtigerem. Poisson, das sind True-False-Antworten, das heißt falsch oder richtig. Das heißt, Poisson im Feld, wird das Pokémon, wenn es vergiftet ist, im Feld, also wenn du außerhalb des Kampfes bist, zum Beispiel wenn du gerade zum Pokémon-Center gehst, kriegt es trotzdem Schaden. Wenn es True ist, ja, also wenn da True steht, kriegt es außerhalb des Kampfes ja Schaden von Gift und wenn False da steht, nein. Das nächste ist so ähnlich, Poisson Feint im Feld, kann das Pokémon sterben, wenn es außerhalb des Kampfes ist. False, nein. True, ja. Wenn da False steht, dann hört das Gift, sobald es 1 KP hat, das Pokémon auf und ist weg. Das heißt, dein Pokémon hat auch 1 KP mit 1 KP überlebt. Mit True ist das Pokémon sofort abgeratzt, sobald es unter 1 KP klatscht, obwohl du nicht mal im Kampf bist. Dann kommt da jetzt so eine Meldung, Pokémon XXX ist aufgrund des Giftes gestorben oder irgendwas. Das könnt ihr dann einstellen, was da hinkommt. Phishing Autohut. Ja, Phishing Autohut. Ich habe mir so eine kleine Liste zur Erklärung gemacht, falls ich etwas vergesse oder sowas. So einen kleinen Spickzettel sozusagen. Phishing Autohut. Ah, okay. Das bedeutet einfach, wenn man angelt. Und wie oft muss man drücken, bis man das Pokémon alleine hat? Als Beispiel, wenn du einmal drückst. Also wenn man False hat. Moment, wie war das? Wenn man einmal tippen, angeln oder öfter. Ich habe mir so einen Spickzettel aufgeschrieben. Einmal tippen, angeln oder öfter. Super erklärt. Habe ich wirklich gut gemacht. Also, wenn da False steht, es gibt beim Angeln, wie oft man drücken muss, bis man gegen das Pokémon kämpfen muss. Da gibt es ja diesen Test, ob man da mehrmals drücken muss. Diesen Reaktionstest nenne ich ihn einfach mal. Wenn du, dann kannst du einstellen, true. Und sobald du das erste Mal, also wenn wir jetzt True eingeben würden und gerade angeln, das erste Mal X drücken zum Pokémon angeln, würden wir sofort gegen das Pokémon kämpfen. Wenn wir False eingeben, müssen wir öfter an der Leine ziehen sozusagen. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was ich meine und ich gehe gar nicht weiter darauf ein. So, Infinite TMs. Infinite, naja. Das bedeutet eigentlich nur, wie oft man TMs benutzen kann. Sollen TMs verschwinden, sobald man sie einmal benutzt hat oder sollen sie da bleiben? Das finde ich ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel eine Attacke hat, Erdbeben nehme ich jetzt mal als Beispiel, und du willst Erdbeben zwei Pokémon beibringen, hast aber nur ein Erdbeben. Das finde ich richtig cool, dass seit der 5. Generation Erdbeben dann nicht mehr verschwindet. Sprich, wenn man zum Beispiel hier True einstellt, kann man die TMs so oft benutzen, wie man will. Bei False kann man sie nur einmal einsetzen, dann sind sie weg, braucht man neues. Das heißt, ich würde hier True machen für ein cooles Pokémon-Spiel, das erleichtert den Spielspaß, meiner Meinung nach. Naja, kommen wir zu Diving Surf. Surface Anywhere. Das ist ein bisschen komplizierter. Beispielsweise, ihr taucht gerade. Jetzt ist die Frage, wo ihr alles schwimmen könnt beim Tauchen. Nur an Stellen, wo ihr wieder auftauchen könnt oder auch überall. Das heißt, True würde heißen, dass ihr nur an Stellen, wo ihr gerade taucht, wo so ein Taucherspot, also es gibt ja beim Wasser den Taucher, das Taucherwasser und das normale Wasser. Könnt ihr, ups, ich habe gerade gemerkt, mein Handy lag die ganze Zeit in den Boxen, ich hoffe, es kam kein komisches Geräusch, naja, Geräusch. Also, wenn ihr True einstellt, dann könnt ihr, während ihr taucht, überall, wo ihr wollt, tauchen. Aber wenn ihr False einstellt, könnt ihr nur dort tauchen, wo auch Taucherspots sind, sodass ihr wieder auftauchen könnt. So habe ich es verstanden. Übrigens, hier könnt ihr euch auch die englische Beschreibung nochmal durchlesen. Die lese ich mir übrigens gerade gar nicht durch, okay. Whether the player can surface from anywhere while diving to, ja, or only in spots where they could dive down from above. Ja, genau. Wenn ihr False einstellt, könnt ihr nur dort tauchen, wo man auch wieder hochtauchen kann. Wenn ihr True einstellt, könnt ihr überall tauchen, auch wenn ihr gerade nicht irgendwo hoch könnt. Gut, das wäre jetzt die Erklärung dazu. Use Move Kategorie. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde da True einstellen, weil das ist True ist, wenn jede Attacke einzeln. Warte, ich gucke mal auf mein Textdokument, was ich geschrieben habe. Also, jede Attacke wird ja einzeln definiert. Sprich, kann einzeln definiert werden, ob sie zum Beispiel. Ob jede Feuerattacke sehr effektiv ist gegen Pflanzen. Als doofes Beispiel jetzt, ne? Jede Feuerattacke ist automatisch sehr effektiv gegen Pflanzen, wenn man True einstellt. Nee, wenn man False einstellt. Oder warte mal.
Ah, doch. Wenn man false einstellt, jetzt ist richtig, wenn man false einstellt, dann ist jede Feuerattacke automatisch sehr effektiv gegen Pflanzen. Wenn man true einstellt, wird jede Definierung von jeder Attacke richtig angestellt. Das heißt, manche Attacken, trotz Feuer, sind dann nicht sehr effektiv gegen Pflanzen. Kommt halt auf die Attacke an. So, Use New XP Formula. Das ist eigentlich ganz leicht. Seit der fünften Generation, also Schwarz-Weiß, gibt es neue Erfahrungspunkte-Formeln. Das heißt, selbst, sagen wir mal einfach, bei den alten Pokémon. Da hat man beispielsweise, wenn ein Level 20er Ratfratz kommt, hat auf jedem Level, egal welches Level du warst, sagen wir, du bist Level 5, gibt dieses Level 20er Ratfratz, wenn du es besiegst, 100 Erfahrungspunkte. Bis Level 30 gibt das Ratfratz ebenfalls 100 Erfahrungspunkte. Und Level 100 ebenfalls 100 Erfahrungspunkte. Bei der neuen XP-Formel ist es ein bisschen anders. Wenn das Pokémon stärker ist als du, was du bekämpfst, dann nehmen wir wieder das gleiche Beispiel. Ratfratz Level 20. Du mit Level 5 besiegst das Pokémon zufällig, kriegst du massenhaft Erfahrungspunkte. Mit Level 20 kriegst du ganz normale Erfahrungspunkte. Bis so Level 25. Ab Level 30 bis 50 kriegst du ein bisschen weniger Erfahrungspunkte. Und ab Level 100, oder sagen wir übertrieben Beispiel Level 80, dann kriegst du noch ganz, ganz wenige Erfahrungspunkte von dem Ratfratz. Das heißt, je höher du bist als das gegnerische Pokémon, das du besiegst, desto weniger Erfahrungspunkte kriegst du. Je niedriger du bist, desto mehr kriegst du. Je niedriger bist gleich ungefähr. Ich finde es eine geile Formel. So kann man, muss man auch gegen Stärkere kämpfen, um richtig zu leveln. Deshalb würde ich hier True machen. Ihr könnt halt auch die alte Formel benutzen. Ist ja eure Entscheidung, wie ihr machen wollt. So, No Signposts. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Da könnt ihr einstellen, wenn da zum Beispiel, das haben wir hier auch gemacht, wir haben ja zwei Städte und eine Route. Als Beispiel, wenn wir von Stadt 1, habe ich Äschte genannt, zu Route 1 gehen, wird oben links im Spiel eingeblendet, wo wir jetzt hingehen. Zum Beispiel Route 1. Wenn wir jetzt von Stadt 1 nach Route 1 gehen, wird oben links eingeblendet Route 1. Wenn wir zurückgehen, wird oben links eingeblendet Äschte, also unsere erste Stadt. Wenn ihr wollt, dass das nicht eingeblendet wird, zum Beispiel, ja, das, was ich gerade erzählt habe, von Stadt 1, also Map 1 und Map 2, da gebt ihr einfach ein 1,2. Und jetzt in diesem Fall, wenn ihr von Map 1 zu Map 2 gehen würdet, würde oben links nicht angezeigt werden, wo ihr hingeht. Das heißt, ja, da könnt ihr eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es braucht, man, wenn ihr nicht wollt, dass es angezeigt wird, braucht es nicht hin, könnt ihr das halt so machen. Aber eigentlich überlege ich gerade im Editor, kann man einstellen, wann was angezeigt wird und was nicht. Von daher ist das ja eigentlich völlig sinnlos. Naja, egal. Ich habe es ja erklärt, was man damit machen kann. Und kommen wir zum nächsten. Enable Shading. Das ist eigentlich nur der Schatten, der in Maps, wenn man nicht im Haus ist zum Beispiel, also wenn man außerhalb in einer Route zum Beispiel ist, ob das Schatten angezeigt wird, zum Beispiel vom Spieler. True heißt ja, Schatten vom Spieler ist da. False heißt nein, kein Schatten. So, kommen wir weiter. Kommen wir zu den Orten. Hier oben sind die ersten fünf, sind das, ne? Ja, die ersten fünf Skripte, sagen wir mal, sind für versteckte Bonusse von Arenen. Als Beispiel, Badge Boost Attack. Das heißt, wenn du den ersten Orden, in diesem Fall hier steht eine 1, wenn du den ersten Orden kriegst, kriegst eine Attackenboost. Das heißt, du bist irgendwie automatisch stärker. Wenn du, also im Angriff, wenn du mehr Verteidigung haben willst nach dem ersten Orden, müsstest du halt hier eine 1 eingeben und so weiter. Das sind sozusagen die zweiten Preise von Arenaleitern, die aber ein bisschen versteckt sind. Das heißt, du wirst automatisch stärker, deine Pokémon, wenn du Orden gewinnst. Könnt ihr halt auch zusammen hier 7 einstellen. Spezialattacke und Spezialverteidigung haben beide Orden 7. Ihr könnt da einstellen, was ihr wollt. Ihr könnt alles 1 machen oder was weiß ich. Dann kommen wir zu Hidden Moves Count Badges. Das heißt, Moment, das heißt, Hidden Mo ah, genau. Wenn hier 2 steht, heißt das, ihr braucht eine bestimmte Anzahl an Orden. Zum Beispiel brauchst du für Zerschneider, Cut des Zerschneider, einen Orden. Ja. Den einen Orden brauchst du dann. Für Flash brauchst du 2 Orden. Für Smash brauchst du 3 Orden und so weiter.
Bei False braucht man den bestimmten Orden. Als Beispiel für Zerschneider, ich merke gerade, das Video dauert doch ein bisschen länger. Für Zerschneider brauchst du den ersten Orden. Das heißt, wenn man da zum Beispiel fünf Arenen nebeneinander stellt, die man, oder keine Ahnung, wenn man zwei Wege macht, wir gehen mal davon aus, man macht zwei verschiedene Wege. Man kann erst links gehen oder erst rechts. Und beides ist eine Arena. Das heißt, es ist egal, ob du erst als Beispiel den ersten oder zweiten Orden holst. Das heißt, du könntest dir aussuchen, ob du zuerst den Orden für Zerschneider oder zuerst den Orden für Zertrümmerer holst. Als Beispiel jetzt, ne? Das heißt, False würde nur heißen, dass du, ja, wie soll ich sagen, einen bestimmten Orden brauchst. Als Beispiel, ja, habe ich ja schon gesagt, ne? False bestimmter Orden und True Anzahl der Orden. Könnt ihr ja theoretisch auch an den Zahlen dann hier ablesen, welchen Orden ihr für was braucht beim bestimmten Orden und wie viel Orden ihr braucht an der Anzahl der Orden. So, das nächste wird ein bisschen leichter. Also erstmal PB Pocket Names. Das heißt, hier sehen wir die ganzen Taschen. Als Beispiel, wir haben eine Items-Tasche, Medizintasche, Pokéball-Tasche, TM und HM-Tasche, also TM und VM, Beeren, Mails, also Briefe, Kampf-Items und Schlüssel-Items, Basis-Items. So. Erstmal könnt ihr hier auch die Namen ändern. Als Beispiel, wenn ihr im Spiel seid, wird alles auf Englisch angezeigt. Wenn ihr hier zum Beispiel Items, oder nee, Items ist ja auf Englisch und Deutsch das gleiche. Wenn ihr Medizin hier eingibt, habt ihr im Spiel automatisch Mediziner stehen. Das heißt, das ist sozusagen schon das erste Deutsch-Englisch-Übersetzungsprogramm hier. So. Ihr könnt noch eine neue Tasche hinzufügen, zum Beispiel wenn er unbedingt, oder sagen wir mal, ihr fügt neue Items ins Spiel ein. Und die Items sind eine komplett neue Reihe, das sind Süßigkeiten. Das heißt, ihr würdet hier einfach, zack, Moment, das mache ich mal. Süßigkeiten. Jetzt hätte ich eine neue Tasche erstellt, die Süßigkeiten beinhaltet. Ja, da kommt, müsste man jetzt bei jedem Item einstellen, wo das Item reinkommt. Als Beispiel jeder Süßigkeit, dass sie bei Süßigkeiten Tasche, in die Süßigkeiten-Tasche reinkommt. So, halt als Beispiel jetzt, ne? So könnt ihr halt auch weitere entfernen. Ihr könnt zum Beispiel die Bärentasche komplett entfernen. Das ist euch überlassen. Die nächsten paar beziehen sich auch noch hier drauf. Max Pocket Size. Erstmal hier die 0, die könnt ihr euch wegdenken. Die ist jetzt nicht so wichtig. Max Pocket Size heißt einfach, wie voll die Taschen sein werden können. Als Beispiel, wie viele Items sollen in die Items-Tasche reinpassen? Minus 1 heißt unendlich. Das heißt, ihr könnt da so viele Items reinhauen, wie ihr wollt. Oder so viel, wie es gibt. Hier sehen wir überall minus 1. Beim ersten minus 1 steht für Items. Beim zweiten minus 1, das steht für Medizin. Dritte Pokéball und so weiter. Wenn er halt hier Süßigkeiten einfügt, müsste hier hinten noch ein Komma minus 1 machen. Wenn er, das wäre dann die für die Süßigkeiten. Wichtig ist übrigens auch, dass ihr die Süßigkeiten nicht irgendwo hier in die Mitte tut. Am besten immer nach unten, unter Key-Items. Lohnt sich ja eigentlich auch. Sag ich jetzt einfach mal. So, Bag Max per Slot. Das ist, wie viele, als Beispiel Pokébälle kann man stapeln. 99 oder 999. Finde ich 999 schon besser, weil 99 ist immer so ein wenig, finde ich. Naja. Also, ihr wisst hoffentlich, was ich damit meinte. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Pocket Autosort. Das ist so ähnlich wie Max Pocket Size. Das erste False steht wieder für Items, das zweite für Medizin, dritte Pokébälle und so weiter. Könnt ihr halt wieder False und True eingeben. Ich erkläre gleich, was False und True heißt. Die 0 könnt ihr wieder weglassen. False bedeutet, dass es nicht automatisch geordnet wird. True, es wird automatisch geordnet. Hier sehen wir zwei Twos, die sind bei TMs und HMs und Beeren. Das heißt, die Beeren werden automatisch sortiert. Beere 1 ganz oben, Beere 2 danach und so weiter. Bei TMs, TM1 ganz oben, TM2 als zweites und so weiter. Das heißt, wenn dann was Neues hinzufügt und die Süßigkeit nummeriert, würde ich True eingeben, wenn es euch scheißegal ist, was wohin kommt, einfach False. Berry Pocket. Als Beispiel Berry Pocket gleich 5.
1, 2, 3, 4, 5. Bärentasche ist die fünfte Tasche. Das ist wichtig, wenn man Beeren einpflanzt. Als Beispiel, ihr pflanzt eine Beere ein, dann wird eure Tasche aufgerufen. Und ihr wollt ja nicht, dass erst die, als Beispiel jetzt Brieftasche geöffnet wird, als sechstes. Das heißt, ihr wollt gleich, dass die Beerentasche geöffnet wird, dass ihr gleich eine Beere pflanzen könnt. Das heißt, hier einfach eine 5, beziehungsweise hier die Tasche von der Beere eintragen. Storage Boxes. Wie viele Boxen am PC wollt ihr haben? Als Beispiel, 24 gibt es. Ihr könnt da aber auch 245 rausmachen. Nein, 30 könnte man jetzt erhöhen oder was man will. Wichtig ist, wenn man es ändert, muss man einen neuen Spielstand anfangen, denn der alte hat dann so eine kleine Macke. Das heißt, wenn ihr hier was ändert, unbedingt neuen Spielstand anfangen. In der Testversion ist es ja eigentlich egal, ob ihr neu anfängt oder nicht. So, kommen wir zu den Dexen, den Pokédexen. Erstmal, Dex depends on location. Da habe ich False eingestellt. Das heißt eigentlich nur, dass, wie drücke ich es aus, wenn ihr mehrere Regionen habt. Beispielsweise, ihr habt Johto eingestellt, Kanto und Höhen und Einall und was es da noch alles gibt. Wenn ihr wollt, dass in Höhen, wenn ihr in Höhen seid, im Pokédex nur den Höhen-Pokédex angezeigt bekommt, dann müsst ihr hier Two eingeben. Wenn hier Two steht und ihr in Johto seid und auf Pokédex geht, habt ihr nur den Johto-Pokédex. Wenn ihr in Kanto seid und auf Pokédex geht, habt ihr nur den Kanto-Dex. Wenn ihr in Höhen seid, habt ihr den Höhendex und so weiter. Geschweige denn, ihr habt den Höhendex hier überhaupt eingetragen. Denn bei PB-Dex-Names gibt es nur drei Dexe, zurzeit vorprogrammiert. Den Kanto-Dex, Johto-Dex und nationalen Dex. Ihr könnt hier natürlich als Beispiel Höhendex einfügen und hier eine 2 dann hin, aber müsst ihr halt wissen, ich mache es nicht und deshalb ist es jetzt egal. Always show all forms. Sollen im Pokédex von den Pokémon männlich, weiblich Formen alle angezeigt werden, automatisch oder sobald ihr sie gesehen habt? Sobald ihr sie alle erst gesehen habt, müsstet ihr auf False drücken, wenn ihr wollt, dass alle erst angezeigt werden, wenn ihr sie gesehen habt, auf False. Und wenn ihr wollt, dass alle automatisch angezeigt werden, sobald ihr das Pokémon gesehen habt, auf True. Wisst ihr? Gut. Also, Beispiel. Ich brauche jetzt ein Beispiel. Ihr seht ein männliches Raupi und habt es auf False. Das heißt, im Pokédex würde nur das männliche Raupi angezeigt werden. True würden beide Raupis angezeigt werden. Ne? Jetzt habt ihr's. Initial Money, ja genau. Das Starter Money, das Starter Geld. Wie viel Geld habt ihr am Anfang? 30.000 oder doch nur 3.000 oder 5.000, wie ihr wollt. Maximale Money, maximales Geld. Wie viel könnt ihr haben? Ne? Ihr wisst Bescheid. Max Coins, wie viel Münzen in der Spielhalle könnt ihr insgesamt haben? Da wisst ihr wieder ebenfalls Bescheid. Kommen wir zu den Rivalnamen. Ihr merkt schon, ich ziehe das jetzt ein bisschen schneller durch als am Anfang. Das hat sich ja hingezogen. Rivalnamen. Als Beispiel. Brauche ich gar kein Beispiel machen. Da mache ich ein extra Video zu den kompletten Rivalen. Das werde ich jetzt nicht hier machen. Das dauert ein bisschen länger. Wenn nicht sogar zu lange. Das gleiche bei Roaming Areas. Eigentlich das nächste, was alles kommt, werde ich extra Videos zu machen. Roaming Areas sind Wander-Pokémon. Als Beispiel, wenn ihr Entei das erstmal gesehen habt und er flieht, wo er dann immer ist und so weiter. Dann könnt ihr einstellen, dass er von Route 21 zu 28 und sowas wechselt, bla bla bla. Das will ich jetzt nicht erklären, das dauert ewig. Region Map Extras werde ich machen, wenn ich die Karte zeige, wie man die Karte macht. Denn dann könnt ihr einstellen, dass zum Beispiel versteckte Insel, wo ein heiliges Pokémon lebt, erst nach der und der Zeit eingeblendet wird. Als Beispiel, hier war vorprogrammiert Faraday Island und Doxy Island, wo Deoxys und Mew, glaube ich, wohnen. Ich weiß es nicht genau. Naja, kommen wir zu Safari Steps. Safari Steps ist, das kann ich schnell erklären. Wie viele Schritte habt ihr in der Safari-Zone? Als Beispiel 1000. Bug Contest Time, Käfersammler-Test. Käfersammler-Contest, ne? Wie lange soll der dauern? Das ist in Sekunden angegeben. 1200 Sekunden, also 20 Minuten. 60 mal 20. Ja, wenn ihr wollt, dass es länger dauert, könnt ihr auch 6000 eingeben. Wie ihr wollt, dann wäre es eine Stunde. Starting over Switch. Scene Pokémon, Pokéwa Switch, Fishing Begin Common Event und Fishing End Common Event. Also, Starting over Switch. Angenommen, ihr verliert, wartet aber noch nicht in irgendeinem Pokémon Center.
Welcher Switch soll aktiviert werden? Eigentlich immer der erste, sodass man bei der Mutter startet. Ja, und deshalb ist Switch 1 hier aktiviert. Sprich, Switch 1 wurde ausgewählt. Sobald ihr sterbt und noch in keinem Pokémon Center war, werdet ihr zurück zu Switch 1 gebeamt sozusagen, teleportiert, was weiß ich. 7 Pokémon Switch werde ich erklären, wenn ich im Pokémon Center Video, wenn ich das Pokémon Center Video mache, denn das, ja, eigentlich heißt das einfach, wenn man ins Pokémon Center reingeht und ein Pokorus infiziertes Pokémon bei sich hat, dann kriegt die Pokémon-Frau da oben mit, sprich die, wie heißt das denn? Diejenige, die dein Pokémon gibt, um sie zu heilen. Die kriegt dann mit, wenn du ins Pokémon Center gehst, oh, dein Pokémon hat Pokorus. Das heißt, das zweite Switch, den man auswählen kann, ist der Pokorus-Switch und der wird dann automatisch aktiviert. Das werdet ihr dann sehen, sobald wir die Frau im Pokémon Center erstellen. Fishing Begin Event und Fishing End Event solltet ihr am besten minus 1 lassen. Das heißt einfach, dass man am Anfang da die Angel schwingt und dann am Ende wieder wegtut. Wenn er da eine andere Zahl eingibt, müsst ihr aber auch etwas anderes dafür programmieren. Das heißt, ich würde da einfach minus 1 lassen und fertig. Grasanimation, das heißt einfach, dass dieses Gras wackelt. Und, also, wenn ihr durchs Gras läuft, dass das Gras wackelt. Exclamation Animation ID heißt einfach, dass ihr das Ausrufungszeichen über euren Kopf kriegt. Manchmal als Beispiel oder andere das Ausrufungszeichen kriegen. Das, wenn sie dich bemerken oder sowas. Ja doch, wenn sie dich bemerken, ein Trainer dich bemerkt, dann kriegt er doch so ein Ausrufungszeichen. Und deshalb steht da eine 3. Ich kann nicht genau sagen, was passiert, wenn man eine 2 einstellt oder sowas. Deshalb würde ich es am besten noch gar nicht ausprobieren. Das sind diese beiden und diese 4 Sachen sind Sachen, damit habe ich noch gar nicht beschäftigt. Vielleicht hat er das gemerkt und deshalb überspringe ich es. Languages werde ich ein eigenes Video dazu machen, denn das ist ein bisschen komplizierter. Und ja, das letzte, Use Keyboard Text Entry. Wollt ihr beim Namen, das ist eigentlich nur für einen Namen am Anfang eingeben. Als Beispiel, ihr fangt bei Pokémon an und sollt euren Namen eingeben. Dann kommt so eine schöne Eingabetabelle, Textdokument, was auch immer. Und dann könnt ihr halt euren Namen eingeben. Dann müsst ihr mit den Pfeiltasten auf den jeweiligen Namen, auf den jeweiligen Buchstaben und dann auf OK drücken, sag ich mal. Wenn ihr hier False stehen habt. Wenn ihr True stehen habt, könnt ihr einfach mit eurem Keyboard, also mit eurer Tastatur den Namen eingeben. Das heißt, mach ich mal auf True. So. Dann haben wir die komplette Seite fertig. Vielleicht war das Video überflüssig, ich weiß es nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Ich habe einfach gedacht, ich nehme mal wieder was auf. Naja, könnt ihr sehen, was draus geworden ist. Ich verabschiede mich von euch und das hat bestimmt wieder zu lange 28 Minuten gedauert. Leckt mich am Arsch, ey. Bis dann.